Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal wieder ein paar News aus Ungarn bzw. Aussagen aus Ungarn bzw. der ungarischen Politiker. Und da schauen wir in Wie-Kontakte und VK ist das. Und da habe ich halt ein paar Sachen gespeichert. Und Viktor Orban hat jetzt erst vor kurzem wieder gesagt, die Menschenrechte schreiben nirgends nationalen Selbstmord vor. Und da muss ich ihm eindeutig recht geben. Die Wahrheit ist, illegale Einwanderung und unbegrenzte Migration gefährden beide die innere Sicherheit und unsere Kultur. Wir werden unsere Grenzen verteidigen, sagte er. Wir werden unser Leben und unsere Sicherheit verteidigen. Wir haben bewiesen, dass illegale Migration zu stoppen ist. Ungarn ist dadurch eines der sichersten Länder der EU. Wir haben keinen Terrorismus und keine Massenvergewaltigungen. Und auch da hat er wieder recht. Also das wissen auch die Leute, die Menschen in Österreich, Deutschland und so weiter, die wissen, dass er mit solchen Aussagen zu 100% recht hat. Und ja, wenn man sich dann noch anschaut, was in den westeuropäischen Ländern so los ist, was da von den Einwanderern angerichtet wird, dann gibt es da gar nichts mehr hinzuzufügen. Da hat er zu 100% recht. So, dann hier ein weiterer chinesischer Autokonzern bringt große Geschäfte nach Ungarn. Und die Investitionen des chinesischen Automobilherstellers Xiang, Dreiflein am Schluss halt, im Wert von rund 39 Milliarden Forint, das sind 103 Millionen Euro, wird in Jasfeng Saru im Komitat Jas Neukun Szolnok in der Region nördlicher Tiefebene in Mittelungarn 450 neue Arbeitsplätze schaffen, kündigte Außen- und Handelsminister Peter Siato am Freitag an. Das ist nämlich ein Hersteller bzw. ein Elektrozulieferer, und da sagte er in seiner Rede, betonte Peter Siarto, dass Driveline in Europa zum Marktführer bei der Herstellung von Getrieben und Achsen für Elektroautomotoren werden wird. Hier sei also ein weiterer chinesischer Zulieferer, der die großen westlichen Unternehmen Tesla, Volvo und Scania beliefern wird. All dies zeige den Unsinn und den Schaden, der von europäischen Politikern angerichtet werden kann, die von der Notwendigkeit sprechen, die chinesische und die europäische Wirtschaft zu trennen. Also das wird nicht funktionieren, wenn alles aus China kommt. Wie soll man dann die chinesische und die europäische Wirtschaft trennen? Die Länder, die die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Ost und West verstanden haben, werden in der kommenden Zeit erfolgreich sein, betonte der Minister. Und ja, wie gesagt, für Ungarn sind solche Arbeitsplätze wichtig, aber vor allem dann wichtig, wenn es auch wirklich durch ungarische Arbeitskräfte besetzt wird, denn hier muss man natürlich nachhaken, denn die Regierung Orban macht da oft den Fehler, dass sie halt ausländische Firmen nach Ungarn holt, aber dann diese Arbeitsplätze durch irgendwelche ausländischen Arbeitskräfte besetzt wird. Und genau das sieht man jetzt schon, zum Beispiel im Raum Salagerszeg. Dort sind irgendwelche so indonesische, pakistanische oder indische Gruppen zu sehen, die da herumwandern. Das sind alles ausländische Arbeitskräfte, die hierher reingebracht worden sind. Und mir kann keiner erzählen, dass man nicht ungarische Arbeitskräfte für solche Dinge findet. Denn wenn man die Blosshapperten da aus Indonesien und so, aus dem Busch daherzahlen kann,
Und dass die Arbeit hier erledigen können, weil die schauen mir nicht nach Facharbeiter aus, also die schauen mir eher aus wie Billiglohnarbeitskräfte. Wenn das diese Leute erledigen können, dann können das irgendwelche Billigarbeiter in Ungarn genauso, also die ungarischen Arbeiter genauso mal erledigen. Dann sollte man lieber den Ungarn den Vortritt lassen und nicht schon von Haus aus mit den ausländischen Firmen auch ausländische Arbeitskräfte hier reinholen. Also da macht Ungarn, beziehungsweise die ungarische Regierung, Ungarn macht den Fehler nicht, die ungarische Regierung macht den Fehler und holt gleich mit diesen Firmen auch die ausländischen Arbeitskräfte rein, obwohl genug Leute wären, die diese Arbeiten erledigen könnten. Und ja, es wird immer wieder von Fachkräftemangel gesprochen und lauter so Blödheiten, wie zum Beispiel in Deutschland. Da jammert man die ganze Zeit über Fachkräftemangel und die großen Konzerne entlassen nicht nur ein paar Leute, nicht nur ein paar hundert Leute, sondern Leute in mehreren tausendstelligen Bereichen werden da entlassen. Und dann spricht man immer von Facharbeitermangel. Und gleichzeitig entlässt man Tausende, zigtausende von Menschen. Also irgendwas stimmt da ja nicht. Ja, und dann noch, Orban will EU zur Analyse ihrer Ukraine-Politik zwingen. Ungarn fordert eine schonungslose Analyse, welche Ziele die EU im Ukraine-Konflikt verfolgt und ob diese erreicht werden. Andernfalls könne es keine weitere Unterstützung geben. In Brüssel herrscht große Aufregung. Ja, und man will Ungarn jetzt wieder einmal über das Geld gefügig machen. Und ich weiß nicht, irgendein EU-Kommissar hat die Aussage getätigt, ja, dadurch, dass eigentlich die EU-Kassen leer sind, dass man einfach 1 Milliarde aus dem Geld, was man Ungarn nicht ausbezahlt hat, dass man 1 Milliarde von dem Geld nimmt und das der Ukraine gibt. Also muss man sich ja mal vorstellen, Geld, das einem Staat, ist ja jetzt wurscht, ob es Ungarn ist oder irgendein anderer Staat, das Geld, das einem EU-Mitglied zusteht, rechtmäßig zusteht und unrechtmäßig nicht ausbezahlt wird, will man jetzt nehmen und einem Nicht-EU-Land für die Kriegskasse zuleiten bzw. auszahlen. Also das ist schon einmal die größte Frechheit. Und ja, ob man das so noch unterstützen kann, ist wirklich eine gute Frage. Und ich denke, da sollte auf jeden Fall Ungarn nicht nachgeben. Und ja, da sollte sich auf jeden Fall Ungarn querstellen. Aber da hat ja die Europäische Union auch schon wieder etwas im Petto. Also da haben sie ja jetzt auch schon wieder etwas erfunden. Und das muss ja noch durchs Parlament, glaube ich. Aber die Abstimmung war ja, dass eine Mehrheit dafür war, dass man jetzt Entscheidungen in der Europäischen Union nicht mehr durch eine Mehrheit, beziehungsweise nicht mehr durch eine einstimmige Entscheidung trifft, sondern durch eine Mehrheitsentscheidung. Und ja, damit verlieren eigentlich Länder wie ja, zum Beispiel Ungarn, Polen, aber auch Österreich, verlieren einfach ja, ihre Meinungsrechte, ihre Stimmrechte. Und ich denke mal dagegen, weiß nicht, ob sich da auch Österreich dagegen stemmt, aber auf jeden Fall Ungarn hat sich dagegen gestemmt. Aber ja, das wurde mit einer Mehrheit überstimmt. Und ich weiß nicht, wie es dann ja, in ein Gesetz gefasst wird. Aber auf jeden Fall gut ist das nicht. Und ob man da in dieser Europäischen Union noch länger dabei sein sollte, ist auch eine berechtigte Frage. Denn ja, was ich machen würde, wenn die Europäische Union zu Ungarn sagt, okay, wir zahlen eure Gelder nicht aus, dann würde ich sofort kontern und sagen, okay, dann zahlen wir unsere Gelder nicht ein.
Und ja, damit hat man dann ja nicht so ein großes Minus und kann ja den Haushalt leichter irgendwie dann ausgleichen. Denn ja, wenn man jetzt die Einzahlung, okay, Ungarn bekommt mehr aus der Europäischen Union heraus, ausbezahlt, das was es einzahlt, aber wenn es nichts bekommt und nur einzahlt, dann ist er ein dickes, fettes Minus. Also wenn man dieses Geld nicht einzahlt, dann ist das Minus wenigstens etwas kleiner. Und ja, darüber sollte man sich auch berechtigterweise Gedanken machen. So Leute, ich hoffe, die Infos waren hilfreich, waren interessant, waren informativ und ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen und hören uns im nächsten Leben in Ungarn Video mit News, Infos und Aussagen der Politiker aus Ungarn.